Ab 2019 wird die Moto E in das offizielle Programm der Motorradweltmeisterschaft aufgenommen. Ein WM-Titel wird in der neuen Elektroklasse vorerst aber noch nicht vergeben. Die neue Klasse läuft ab 2019 für 3 Jahre unter dem Namen Moto E World Cup. In der Premierensaison sind 5 Auftritte an Rennwochenenden in Europa geplant. Die Moto E-Rennen sollen dabei den Auftakt in den Rennsonntag bilden und zeitlich vor die Moto 3-Rennen gelegt werden. Die Renndistanzen von Moto 3 und Moto 2 werden aus diesem Grund verkürzt. Die Rennen der Moto E könnten bis zu 20 Minuten dauern, ehe die Batterie leer ist. Mit welchen Motorrädern wird gefahren? Die Moto E ist eine Einheitsklasse, in der Motorräder des italienischen Herstellers Energica eingesetzt werden. Die genauen technischen Daten der EgoGP genannten Maschine sind noch nicht bekannt. Eckdaten sickerten aber bereits an die Öffentlichkeit durch. So soll die EgoGP rund 150 PS aufweisen, in 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und eine Endgeschwindigkeit von rund 240 km/h erreichen. Aufgrund der Batterie wird das Gewicht ein entscheidender Faktor. Die Straßenversion der Ego zählt mit 258 Kilogramm zu den Schwergewichten. In jedem Fall wird die Moto E die schwerste Klasse sein, womöglich daher auch die langsamste. Wer soll die Motorräder fahren? Zumindest die Einsatzteams stehen fest. Die 7 privat geführten Rennställe der MotoGP setzen in der Moto E jeweils 2 Bikes ein. Das sind die Teams von Tech 3, LCR, Gresini, Pramac, Mark VDS, Aspar und Avincia. 4 weitere Teams aus den beiden kleinen Klassen bekommen jeweils ein Motorrad. Somit werden 2019 insgesamt 18 Motorräder die Startaufstellung der Moto E bilden. Welche Fahrer auf den Bikes sitzen, ist noch völlig offen. Dass arrivierte Piloten aus Moto 3, Moto 2 oder gar MotoGP diesen Job übernehmen, gilt als ausgeschlossen. 2018 bekommen die Fans bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Moto E. Bei ausgewählten Rennen wird Loris Capirossi am Rennsonntag Demorunden mit dem Elektromotorrad drehen. Was haltet ihr von der Moto E? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.